Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin Professor Beisiegel, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Hobbs, sehr geehrter Herr Professor Grassel, sehr geehrte Beitragende zu unserer Podiumsdiskussion und sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu dieser gemeinsamen Veranstaltung. Gemeinsam, Frau Beisiegel sagt es schon, ausgerichtet durch die Universität Göttingen, die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler VDW und die Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG. Ich darf Ihnen an dieser Stelle die Grüße des Präsidenten der DPG, Herrn Professor Rolf Heuer, ausrichten, der heute leider verhindert ist, dem aber, wie vor 10 Jahren schon dem damaligen DPG-Präsidenten Professor Eberhard Umbach, diese Gedenkveranstaltung, insbesondere hier in Göttingen, und die Vermittlung der Verantwortung der Wissenschaft sehr am Herzen liegen. Eberhard Umbach sagte vor 10 Jahren bei der Festveranstaltung zum 50. Jubiläum der Göttinger Erklärung hier in Göttingen: Wir erinnern uns nun zum 50. Mal an die Göttinger Erklärung, weil sie damals politische Bedeutung hatte und zu Konsequenzen führte, die bis in die heutige Zeit reichen und unsere Politik und Deutschlands Stellung in der Welt nachhaltig bestimmen. Wir erinnern uns auch, weil diese Erklärung ein leuchtendes Beispiel dafür ist, dass Wissenschaftler Verantwortung für die Gesellschaft tragen und diese auch erfolgreich wahrnehmen können. Diese Verantwortung muss uns Wissenschaftlern bewusst sein, auch denjenigen, die 1957 noch lange nicht geboren waren. Diese Worte gelten auch heute noch, 1:1. Aber die Welt hat sich verändert. Politische Entscheidungen, wir wissen es alle, werden zum Teil auf Basis von alternativen Fakten gefällt. Das war schon vor einigen Jahren beim Irakkrieg so und setzt sich heute fort. Die Konsequenzen dieses Handelns beobachten wir täglich in den Nachrichten, wie auch immer die verschiedenen Gruppierungen heißen. Die Welt schaut mit Schrecken auf die Entwicklungen in Nordkorea, während auch konventionelle Waffen perfektioniert werden und für den wirtschaftlichen Erfolg vieler Länder eine wichtige Rolle spielen. Die NATO wird kurzerhand für überflüssig erklärt, was vor wenigen Wochen für Forderungen nach einer deutschen Atombombe geführt hat. In Göttingen haben Kollegen, geschätzte Kollegen wie Robert Oppenheimer und Edward Teller die Physik ihr Geschäft gelernt, waren Manfred von Ardenne und Gustav Hertz wissenschaftlich aktiv. Man könnte verkürzt und provokant sagen, die Bomben aus Ost und West waren Göttinger Babys. Ich bin gespannt, was die Podiumsdiskussion uns zu diesen Wissenschaftlern sagt. Haben Sie mit Ihrer Forschung für 60 Jahre Frieden in Europa gesorgt oder diesen gefährdet? Sind Sie Ihrer Verantwortung nachgekommen? In der Göttinger Erklärung heißt es zu den Konsequenzen der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Umsetzung: Wir wissen, wie schwer es ist, aus diesen Tatsachen, den wissenschaftlichen Ergebnissen, die politischen Konsequenzen zu ziehen. Uns als Nichtpolitiker wird man die Berechtigung dazu abstreiten wollen. Unsere Tätigkeit, die der reinen Wissenschaft und ihrer Anwendung, gilt und bei der wir viele junge Menschen unserem Gebiet zuführen, belädt uns aber mit einer Verantwortung für die möglichen Folgen dieser Tätigkeit. Deshalb können wir nicht zu allen politischen Fragen schweigen. Und das ist mit ein Grund, warum wir vor kurzem zum Beispiel beim March for Science aktiv wurden. Deshalb hatte der DPG-Präsident Herr Heuer auch zur Unterstützung des March for Science vor wenigen Tagen am 22. April 2017 aufgerufen, an dem sich zahlreiche DPG-Mitglieder in ihren jeweiligen Städten in Deutschland, aber auch darüber hinaus beteiligt haben. Mehr als 10.000 dieser DPG-Buttons mit dem Motto »Physik ist weltoffen« wurden sowohl beim March for Science als auch bei den DPG-Frühjahrstagungen, übrigens nicht nur von DPG-Mitgliedern, getragen. Es war das Anliegen der DPG, ein öffentliches Zeichen dafür zu setzen, dass Wissenschaft ein hohes gesellschaftliches Gut ist und auch eine Verpflichtung für die in der Wissenschaft Tätigen bedeutet, für Freiheit, Toleranz, Wahrhaftigkeit und Würde in der Wissenschaft einzutreten und sich dessen bewusst zu sein, dass sie für die Gestaltung des gesamten menschlichen Lebens
in besonders hohem Maße verantwortlich sind. Und dieser Satz ist ein Zitat aus der Satzung der DPG. Die DPG trägt sowohl zur Verantwortung der Wissenschaft als auch zu konkreten Handlungsfragen mit ihrem Arbeitskreis Abrüstung, heute durch Herrn Professor Neuneck vertreten, bei. Sie hat damit über viele Jahre wissenschaftliche und technische Expertise aufgebaut, die es zu berücksichtigen gilt. Die DPG trägt auch zur Ausbildung junger Menschen bei, denen wir die Erkenntnisse der Vergangenheit vermitteln, die wir aber vor allem auch zu kritischen und eigenständigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausbilden, um die neuen Fragen und Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu hinterfragen und zu meistern. Nur mit gut ausgebildeten und kritischen Geistern können wir Fortschritte erzielen und den Frieden bewahren. Vielen Dank.